In diesem Video geht es darum, was ich meinem Sohnemann gerne mitgeben möchte, damit er sein ganzes Leben lang finanziell frei und selbstbestimmt leben kann. Es bringt ja überhaupt nichts, ihm Geld mitzugeben, weil das, ja, wie man konsumiert, das wird er schnell drauf haben. Das ist keine große Kunst und auch nichts, was man als Mensch lernen muss. Und auch nicht, wie man Papas Kreditkarte verwendet, ist sicherlich auch etwas, was ich ihm nicht beibringen möchte, sondern es geht darum, ihm Wissen mitzugeben, was auch in 20 oder 30 Jahren sein Leben noch positiv beeinflussen kann. Denn das ist der Job unserer Eltern, unsere Kinder mit so viel gutem Wissen zu versorgen, dass sie sich freiheitlich und eigenständig bewegen können auf dieser Welt. In einer Welt, die sich ständig wandelt, bleibt die Essenz auch finanzieller Weisheit eigentlich unverändert. Also würde ich ihm sagen, höre gut zu. Denn das Wissen, was ich dir jetzt vermittle, ist zeitlos und von unschätzbarem Wert für ein finanzielles Leben. Vor 30 Jahren mag die Welt anders ausgesehen haben, aber die Grundsätze der finanziellen Vorsorge und Verantwortung sind zeitlos und sollten auch von Generation zu Generation weitergegeben werden. Erstens, spare und lebe Bescheidenheit. Dein Geld ist hart verdient. Spare einen Teil deines Einkommens noch bevor du es ausgibst. Die Bescheidenheit, die uns unsere Vorfahren und Eltern eventuell gelehrt haben, ist ein unschätzbarer Wert. Kaufe nur das, was du auch wirklich brauchst und investiere in Dinge, die langfristig Wert behalten. Bilde dich ständig weiter. Denn Wissen ist Macht. Investiere in deine Bildung, lerne ständig dazu und halte dich über wirtschaftliche Entwicklungen auf dem Laufenden. Dieses Wissen wird dich davor bewahren, blind den Trends und Spekulationen der Masse zu folgen. Investiere klug und langfristig. In einer Zeit, in der schnelle Gewinne verlockend sind, halte an den Prinzipien des langfristigen Investierens fest. Investiere in Unternehmen und Branchen, die nachhaltig Wert schaffen. Lass dich nicht von kurzfristigen Spekulationen verführen, die mehr Schaden als Nutzen bringen. Schulden solltest du nur sorgfältig nutzen. Schulden können nützlich sein, aber sie sollten niemals leichtfertig aufgenommen werden. Nutze Schulden, um Chancen zu ergreifen, die dich voranbringen. Aber achte darauf, dass du die Schulden auch bedienen kannst, selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, wie wir sie aktuell haben. Selbstständigkeit und Kreativität befreie dich von finanzieller Abhängigkeit. Erlange Fähigkeiten, die dir ermöglichen, unabhängig zu arbeiten. Sei kein Angestellter. Entwickel deine Kreativität und deine Fähigkeit, Probleme zu lösen. Dies wird dich immer voranbringen, unabhängig von den äußeren Umständen, und du wirst immer angstfrei sein. Sei widerstandsfähig. Wirtschaftliche Stürme kommen und gehen. Sei widerstandsfähig und bewahre einen klaren Kopf, selbst in schwierigen Zeiten. Das Wissen, dass du auf solide finanzielle Prinzipien aufbaust, wird dir immer die notwendige Ruhe geben, um auch in stürmischen Zeiten standhaft zu sein. Mein Sohn, die Welt mag sich verändert haben, aber die Prinzipien finanzieller Freiheit sind zeitlos. Halte an diesen Weisheiten fest und du wirst in der Lage sein, ein erfülltes und finanziell freies Leben zu sein. Mit all meiner Liebe und meinem Wissen, dein Papa Dr. Florian Roski, und ich hoffe, diese Zeilen haben dich berührt und werden dir immer in deinem Leben
helfen, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu fällen. Denn Geld ist nicht wichtig, aber ohne finanzielle Freiheit und Ressourcen gibt es in der Regel auch selten die individuelle Freiheit. Denn am Ende des Tages, ja, ist Geld nichts anderes als gespeicherte Handlungsoptionen. Und der, der eine große Festplatte hat, kann sich in der aktuellen Zeit eben auch sehr flexibel und leichtfüßig bewegen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche aus Panama City, euer Dr. Florian Roski.